8,6 Quadratmeter misst das Foliensegel, welches Bernd Flessner aufregt. Eine Sonderanfertigung, extrem leicht und trotzdem höchst belastbar. Damit will er als erster Mensch überhaupt die deutsche Bucht durchsurfen. Für den 42 Jahre alten Surfprofi eine besondere Herausforderung. Ich bin froh, dass viele meiner Freunde jetzt hier sind, dass mich viele verabschieden. Ich weiß halt, ich denke noch nicht so viel drüber nach, weil Zeit habe ich nachher genug. Ich habe Musik dabei, ich versuche mich ein bisschen abzulenken. Ich bin ja schon mal nach Helgoland gesurft und weiß einfach, dass sich das ewig hinzieht. Und man schaut alle 10 Minuten auf die Uhr. Sollte man nicht machen, weil dann merkt man erst mal, wie lange es dauert. 6 Wochen lang hat er auf das richtige Wetter gewartet. Nun macht sich der mit 16 deutschen und 3 Weltmeistertiteln erfolgreichste deutsche Windsurfer auf seinen Weg. Von Norderney nach Sylt. 70 Meilen über offenes Meer, weit ab vom Ufer und vorbei an Schifffahrtswegen. Unter den Füßen ein 2,35 Meter langes und nur 6,5 Kilo schweres Surfbrett aus Kohlefaser. Doch selbst für diese Ausrüstung ist der Wind mit 3 Beaufort fast zu schwach und so passiert es. Das Segel wird am Motorboot aufgespießt. Segel kaputt. Oh, Scheiße. Scheiße. Nach nur 1,5 Stunden droht das Vorhaben zu scheitern, denn das Reservesegel wäre viel zu klein für den leichten Wind. Mit einem 20 x 30 cm großen Loch im Segel muss Bernd Flessner weiter surfen. Doch alles hält. Das Loch in der Folie bereitet Kalle Sigges auf dem Begleitboot weniger Sorge. Der Kurs stimmt nicht. Der Surfprofi würde so die Insel verfehlen. 10 Grad runter. Du fährst immer 20 Grad. Wir müssen 30. Erst nach der Hälfte der Strecke auf Höhe Helgoland nimmt der Wind zu. Endlich kann Bernd Flessner direkten Kurs auf Sylt nehmen. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 21 Knoten, das sind fast 40 Kilometer in der Stunde, surft er seinem Ziel Hörnum auf Sylt entgegen. Um 16.45 Uhr, nach 4 Stunden auf dem Wasser, hat Bernd Flessner es geschafft. Als erster Surfer überhaupt hat er die deutsche Bucht durchquert. Im Prinzip keine Pause gemacht, zweimal kurz. Einmal 2 Bananen gegessen, 1,5 Liter getrunken. Und dann irgendwann habe ich Küste gesehen und dann habe ich gesagt, okay, jetzt schaffst du es auch. Zeit, den Surfanzug aus Neopren auszuziehen, bleibt nicht. Auf dem schnellsten Weg geht's zurück nach Hause, nach Norderney. Wir bauen einen Kreuzschlittschraubenzieher.